So langsam heißt es Abschied nehmen von einem Anblick, den man hier in Brunsbüttel seit über 40 Jahren kennt. Das Kernkraftwerk am Elbufer kann abgerissen werden. Beschlossen war das schon lange. Die entsprechende Genehmigung dafür liegt nun seit Freitag vor. Bis hierhin ein langer Weg. Also wir haben den Antrag zum Rückbau vor über 6 Jahren gestellt und in den 6 Jahren eine Menge Arbeit gehabt, eine Menge diskutiert, viele Berichte geschrieben, viele Besprechungen gehabt. Und insofern stellt der heutige Tag, also der Erhalt der Genehmigung, schon einen besonderen Moment dar. Die eigentliche Arbeit geht jetzt aber erst los. Das gesamte Kraftwerk muss Stück für Stück abgebaut werden. Insgesamt sind das über 300.000 Tonnen Material. Die Herausforderung, radioaktive Abfälle und Wertstoffe sicher voneinander zu trennen. Obwohl es hier keine strahlenden Brennelemente mehr gibt, gelten bis zu 10.000 Tonnen des Materials als kontaminiert und müssen gesondert gelagert werden. Rund 20.000 Tonnen gelten als schwach radioaktiv und werden im Kraftwerk mit speziellen Maschinen zerlegt und dekontaminiert. Der Rest, in etwa 90% der gesamten Anlage, kann als unbelasteter Bauschutt wiederverwertet werden. Mitte 2019 sollen in der Anlage die ersten Schnitte gesetzt werden. Die Rückbauarbeiten sollen nach jetzigen Planungen insgesamt 10 bis 15 Jahre dauern.